Was geht YouTube? Was soll ich sagen? Ihr habt alle mitbekommen, was passiert ist. Gabriel hat Viertelfinale gewonnen. Wie dieser Tag gelaufen ist, was ich alles erlebt habe, das seht ihr jetzt. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet und vielleicht auch die Glocke aktivieren würdet oder auch meine Bewertung da lasst, mir egal. Heute habe ich auf jeden Fall versucht, ein bisschen mehr Stimmung einzufangen vom Ali Pelli. Und ja, der Rest ist History. Let's go. So Leute, jetzt rede ich auch mal ein bisschen. Ich bin gerade beim Players-Eingang, beim Ali Pelli. Ich muss schon sagen, die Stimmung ist langsam echt gespannt. Also ich meine, wir haben Deutschland im Viertelfinale und da muss ich mich auch mal fett bedanken an der Stelle. Und zwar bei Lisa und Gabriel, weil ich wäre ja sonst eigentlich gar nicht hier geblieben. Ich wäre sonst gar nicht reingekommen. Ich kannte die beiden auch vorher noch nicht so gut. Also klar, wir kannten uns. Aber dass wir jetzt so viele Tage, wir haben auch im Hotel die ganze Zeit zusammen verbracht, Leuten, die man quasi gar nicht so gut kannte vorher. Und es hat alles super geklappt, super harmonisch. Auch den Daniel kennengelernt, einer, der hier im Sicherheitsteam arbeitet und so. Gestern Abend haben wir noch ein bisschen Dart gespielt. Mit 4 Engländern habe ich gespielt, der Gewinner bleibt an Bord. Und nach 2 Stunden habe ich jedes Leck gewonnen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche eine Pause. Das war ganz witzig. Mit Dimitri habe ich eine super Zeit verbracht im Practice Room. Also natürlich nur, wenn andere Spieler nicht da waren. Ich habe da jetzt kein Board blockiert oder so. Und auch nicht hier. Also hier darf man eh nicht spielen. Aber im Hotel ist es quasi, solange das Board frei ist, darf man da auch rein. Und es war halt ganz gut, weil Gaga hat nämlich Darts dabei, die mir perfekt passen. Also sehr, sehr nice. Ja, der Gabriel spielt sich jetzt gerade ein. Gerade ist das zweite Spiel in der Nachmittagssession hier am Laufen. Man kommt ja immer 4 Stunden vorher eigentlich her, damit genug Zeit ist zum Warmspielen. Genau, das heißt, jetzt gerade führt Michael Smith 4-3 und in Lex 2-0. Dimitri hat eben schon gewonnen. Sehr, sehr krass. Also Respekt auf jeden Fall auch dafür. Halbfinale Dimitri, auch sehr stark. Und ich versuche euch heute auf jeden Fall die Stimmung mal wieder gut einzufangen. Wir sehen uns. Leute, wir sind wieder auf dem Weg zu unseren Plätzen. Lisa, wie geht's dir? Ja, mir auch. Und ich bin so am Zittern, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, glaube ich. Es ist viel schlimmer zuzugucken, weil man keine Kontrolle hat. Eieiei. Also Gabriel hat für mich einen guten Eindruck gemacht. Ich habe beim einen Spiel ein bisschen zugeschaut. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Oh. Heute steht 1-1 nach Satz 2. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, mein Herz macht das nicht mit. Es ist so anstrengend, weil es so spannend ist. Gaga spielt so klasse Darts. Guck mal, wie rot ich bin hier. Was ist das? Also ja.
Was ist hier gerade passiert, Leute? Was sind das für komische Kopfhörer? Die kenne ich doch von früher, Staplerfahrer Klaus. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, ich sage einfach mal ja. Er hat es einfach geholt, Leute. Ich kann nicht mehr. Wir waren zu zweit. Nur Lisa und ich sind für Gabriel noch hier. Und wir waren umrandet von, glaube ich, 20 Fans von Price. Aber es hat dann gepasst. Okay, ich bin immer kein Fan vom Ausbuhen. Also jeder, der buht, das finde ich kacke. Aber Gabriel wurde am Anfang auch ausgebuht. Dann wurde Price extrem ausgebuht. Ich finde beides absolut scheiße. Okay, diese Kopfhöreraktion verstehe ich jetzt nicht. Dann lieber die In-Ears, die er am letzten Set benutzt hat. Das fand ich dann auch okay. Aber Gabriel als erster Dart für A&M in der 60. Also was sollte man da auch gegen machen? Also Fairplay an beide. Gabriel stark gespielt. Ich bleibe noch einen Tag länger. Natürlich. Sehen wir uns? Ja. Köpfe? Der Mann hat's gemacht. Ich bin 1000 Tode gestorben, aber der Mann hat's gemacht. Ja, wieder im Hotel, Leute. Und natürlich noch eine Nacht verlängern. Aber ich habe Glück. Ihr habt vielleicht vorhin den Security Daniel gesehen. Ich kann zum Glück bei ihm, er hat zwei Betten. Und ich habe jetzt wirklich genug Geld in diesem Hotel hier gelassen. Das heißt, ich kann dann auf jeden Fall bei ihm im zweiten Bett pennen. Also eine Nacht habe ich eh noch bei mir jetzt. Und danach geht es dann quasi weiter bei ihm im Zimmer. Also er hat auch zwei Einzelbetten, das ist ganz entspannt. Ein super netter Typ. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, was hier gerade einprasselt in Social Media auf Gaga. Wieder Tagesschau, wieder das, was sogar bei mir abgeht, es ist wirklich crazy. Also ohne Scheiß, Leute, bin mega happy, dass ich, also wirklich diese Entscheidung kam so aus dem Bauch heraus, dass ich hier bleibe und es hat sich auf jeden Fall absolut gelohnt, egal wie es jetzt weitergeht. Halbfinale haben wir sicher. Würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Vlog eine Bewertung dalassen würdet und wir hören uns dann im nächsten Video schon wieder. Ich denke mal, da soll ich noch einen Vlog machen, oder? Haut rein, bis dahin und ciao.